So, bei mir läuft's. Soll ich fahren? Ja, das kann man ja. So, mein, zurück zu Amatrani, Artis Live. Heute im Nebel, heute Null. Was ist das? Noch ein spannendes Geräusch. Ich seh nix! Ist das eigentlich für 50? Ist das ein großer LKW? Nein, das ist Erika! 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 So! Wir sind ein bisschen aufgerüstet an Money und holen uns jetzt verschiedene dicke Autos. Und wollen dann weiter Holz holen. Das muss ich bloß einen Führerschein kaufen und dann kann es abgehen. So. LKW-Führerschein. Na, der Bus ist 1000. Das ist echt ein Witz. Ja. Achso, ich kann ja mal kurz zeigen. Ich habe mir noch andere Outfits gekauft oder ein anderes Outfit. Sehr voll cool aus. Yo! Mit Strohhut. Ja, und außerhalb des Nebels machen. Und Arbeits-Overall. Ja, der Nebel ist ein bisschen gay, aber naja, ist ja egal. Ja, auf jeden Fall. So, ich brauche 74.000 insgesamt. Das Problem, was wir halt das letzte Mal hatten mit diesem Helikoptertypen, ist soweit geklärt. Ja. War halt ein bisschen dumm von den Heli-Typen da so blöd zu spielen. Aber ist erstmal egal. Ihr könnt ja gerne den. Wir haben uns geeinigt und ja. Ich hab nichts verloren. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob es wirklich ein RDM von uns war oder ob der Heli komplett schuld hat. Würde mich mal interessieren, wie er das findet. Ich fand's dumm vom Heli. Das haben auch die Apples gesagt. Alter, ich seh nichts mehr! Mach mal hin hier! Gerne, ich muss mich im Nebel orientieren. Weißt du? Ich kann nicht mal Licht anmachen. Hast du schon kaputt gefahren, hast du mich kaputt gefahren? Nein, es ist Tag. Du kannst kannst an Tag doch kein Heli. Kein Heli, man kann Licht anmachen. Da steht ein Schmuckstück. Jo, Alter, mal okay. Auf die Bude, dann geht's ab. Fährt jeder seinen Weg oder fahren wir zusammen? Kannst du zusammen fahren? Weil zusammen ist das Problem, wir könnten uns wieder wegkrammen. Wir müssen einfach ein bisschen Abstand. Jo, okay. Das ist ein LKW, der ist auch robust, der hält das schon aus. Wir müssen einfach zum Abplatz nochmal. Warum, was brauchst du noch? Eine Spitzhacke. Eine Spitzhacke? Hast du keine mehr? Bist du totgegangen oder was? Ich hab keine gekauft nach meinem letzten Tod. Also, die behältst du doch. Ich hab meine auch nach dem Tod behalten. Ja, meine ist ja gut. Jetzt schon mal gut los, Alter! Guck einfach mal, ob du die noch hast. Also ich hab sie noch nach dem Tod. Na, los. Ich fahr schon mal langsam Richtung. Jawohl, kannst du warten. Ja, ich fahr zumindest bis zur Grenze vor, dass wir uns nicht hier in der Stadt noch rumtümmeln mit den Bremsen. Fahr ich dann raus. Unterhalb der Apfelplantage, die große Straße, fahr ich raus. Jo, geht klar. So, sind wir natürlich wieder auf dem Weg Holz holen. Wir brauchen Geld, um uns coole Waffen zu kaufen und dann hier die ganze Bude hochzunehmen. Also dann machen wir jetzt ein LKW-Tor. Dann kaufen wir uns Waffen und dann gucken wir mal, was man so für tolle Spielereien anstellen kann. Oh ja. Ich habe vorhin eine Eingebung gehabt, wie wir richtig die Leute hier auf dem Server verarschen können. Ich bewerbe mich als Bulle und werde dann als Polizist Drogen eskortieren. Die werden niemals einen Polizisten anhalten und nach Drogen durchsuchen. Ja, muss gut, das regelkonform ist, die haben dafür alles in Scheiß regeln. Die müssen es mir doch nachweisen. Neben den Typen sehen, dass sie sich beschützt, dann wissen sie es. Ach, die gucken doch nicht meine Videos hier. So, ich warte hier an der Straße. Ich bin direkt. Ja. Also ich hab den auffälligsten LKW von allen. Meiner hat riesengroße Bananen drauf, Alter. Meiner ist rot, gelb, grün. Man hat einfach nur gelb. So, jetzt guck mal. Du hast gesagt, du bist... Unterhalb dieser Apfelplantage, wo die kleine S-Kurve auf die Straße führt. Direkt und unterhalb. So, dem Apfelkringel. Okay. So, ich park jetzt hier. Mache bitte langsam um die Kurve, sonst rammst du mich voll in die Seite rein. Mal gucken. Am besten wäre aber erstmal, wenn wir auf 2 Mille sparen, dass wir zusammen eine Gang öffnen können. Also eine Gruppe, dass wir uns immer mal sehen auf der Karte oder sowas. Also müssen wir vorher nochmal fragen, ob die Gruppen, ob die vielleicht werden, wenn du rausgehst oder ob das dann bleibt. Ja. Weil jedes Mal 2 Mille ist mir dann auch zu teuer. Ja, das ist richtig.
Mein Typ hat keinen Kopf, der hat nur einen Oberkörper. In dem Auto, so komisches Licht hat er gerade. Oder vielleicht auch gucken. Egal. Alter, der Nebel wird draußen immer krasser. Alter! Achte, dann ist der weg. Wie kann man denn Sidechat komplett ausmachen? Gar nicht. Der eine, mit dem ich vorhin gezockt habe, 5 Minuten, der hat gesagt, der hat den Sidechat komplett ausgemacht. Wer weiß. Warum willst du den ausmachen? Er ist mir auf den Sack geht, wenn die mal mittendrin quatschen hier. Okay, hab's gefunden. Muss mal Z drücken und unten ist dieses Zahnrad mit Einstellung, da kannst du einen Sidechat ausmachen komplett. Mach ich jetzt komplett. Ich mach ihn aus, ich bin auf dem Puller. Ich bin jetzt auf der Straße. Ja, ich bin direkt unterhalb, wo Apfel steht auf der Straße. So, gut, dann muss ich. Da sind diese vier Bergsymbole. Jo, da stehe ich. Müsstest du von hinten jetzt bestimmt kommen, oder kommst du von hinten? Ja, schon mal von hinten. Von der Stadt kommst du noch aus, warum? Jo, dann kommst du von hinten. Von hinten kommt er! Ich glaube, ich sehe da was gerade da hinten blinken. Nee, da nicht. Bin verguckt. Läufst du? Ja, ich fahre. Man sieht gar nichts. Ah, da kommt er. Echt übelst krass Nebel. Ja, heftig. Fahr ruhig vorbei, ich komme. Aufpassen! Alter! Da haben wir LKW hier, macht Schlängelinie. Ist ja, klar. Eine coole Farbe drauf mit Coca-Cola. Jo. Wir fahren dann einfach geradeaus über den kleinen Feldweg, war, würde ich sagen. Ja. Gut. Ja, da bin ich auch die ganze Zeit gefahren. Ich hoffe mal, es kommt kein Überfall. Sollte wieder ein Überfall kommen, wir türmen sofort Richtung Kavala wieder. Wenn wir im Grün sind, dann können sie uns ja eh nichts mehr eigentlich. Ja gut, also muss man gucken, das ist an sich regelt. Man darf nie unbedingt in einem Verfolgungsjagd nach Kavala fliehen, die Safe Zone. Was sollst du sonst hin? Kriegst du ja sonst nicht weg. Ich fahre eher, wenn dann das passiert, so die Bullen runter. Oder so. Am sichersten. Am besten zu einem Checkpoint, war. Obwohl, da kurz sind bloß 4 Bullen da. Kriegen uns auch nicht hin. Ja, aber wir haben, aber sind erstmal welche da. Alter, wie schnell bist denn du? Fährst du mit Speed? Ja, mit Speed. Mit Speed fährt er. Ich glaube, das sind Steine, wenn du abkürzen willst. Ja, ich weiß. Ich fahre immer auf dem Weg. Okay. Ich bin ganz weit hinten. Vor allem schlagartig ist der Nebel weg. Kannst du meinen LKW mal angucken, wie schön er aussieht? Ich sehe ihn auf der Entfernung kaum noch. Darauf nimmt man einen tiefen Zug, sag ich mal. Ne? Ich sehe nur, dass du da hinten ganz schöne Schlängelinie fährst. Oh. Dein Grand. Ja, egal. Das ist gut, dass im LKW, da kann einiges einstecken. Ja. Ich schalte es mal kurz an. Ich will mit dem Deck mal schnell markieren. Jo. Kannst du das markieren, dass du dann die Straße siehst oder was, wo du langfahren musst? Ja, das ist grob die Entfernung und die Richtung. Achso. Ja, das ist immer besser orientieren. Aufpassen, ich komme! Bananenauto, geil. Ich bin Banana-Joe. Normalerweise hast du den LKW, den wir gerade fahren, immer bloß in orangen Cockpit und blaue auf Deckplane. Okay, also Standard. Das ist ganz geil. Es kommt halt immer drauf an, was ich selber an Styles und Skins noch einfügen. Ja, finde ich sowas hier ein bisschen cooler. Der Legalize-Skin, der gefällt mir sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Du musst aufpassen, aber der LKW überschlägt sich ziemlich schnell hier auf der Strecke. Hab schon fast mehrmals geschafft. Geil, wenn wir es mit dem SUV, mit dem kleinen Audi, das mit Cluster, ich hab's schon mal gesehen hast. Nee. Kannst du mit locker 80, 90 durch die Kurve brettern, aber voll der scharfe Rechtskurve und das da umkippt alles, das ist krass. Hier fahre ich mal ohne Speed, sonst kürze ich ab wie du. Alter! Schieb mir nicht einen Berg runter. Ja, alles gut, alles gut. Ja, wenn ich jetzt weiter Tempo gemacht hätte, wärst du mir voll reingefahren wahrscheinlich. Alter, du überschlägst dich noch. Nee. Professioneller Autofahrer, seit 1988. Oh Gott. Bruder ist guter Autofahrer geboren. Nimm einfach alles und jeden mit Hubschrauber. Ja, du kannst sogar mit dem Auto Hubschrauber vom Himmel holen. Auf jeden Fall, ich bin der Bruce Willis des Arma 3. Ich tue mit Autos Hubschrauber runterholen. Bruce Willis und Mel Gibson. Es ist ja sogar noch. Ach. Kaputt? Nö, sie war damaged.
Alter, du bist voll in die Wand gehämmert. Oh, Nebel. Ich bin gegen über das Stein gefahren, ja, gegen den Baum gesprungen. Ich hab's gesehen. Alter! Aufnahme ist gestoppt, warte mal. Irgendwas ist kaputt. Wenn die Kameras riechst. Du fährst gerade voll in den Wald? Ja, das wollte man. Ich hab mich gerade voll ins Windes gehauen. Okay. Mein Bandicam ist irgendwie. Mach's einfach einen Schritt und mach sofort beim nächsten Ding weiter. Bandicam nicht mehr registriert? Na, du musst es wieder mit dem Hütchen da machen. Spinnt ja öfters mal rum. Ich komm mal zurück. So, KSE3. War das der KSE3 Dings? Ja, oder war das mein Kitty? Der Keymaker, da hieß das doch. Ja, genau, ja. Okay. So. Nein, wir nehmen keine gecrackte Version. Bobby, Totenkrebs. Niemand darf mal ein Passwort hören. Alligator 5. Würdest du das nicht aufnehmen, Alter? Mein Bobby at Totenkrebs.arsch lecken an. Irgendwie würde er wieder nicht hin. Und dann los. Muss Bandicam bestimmt schon. Du musst doch mit Administrator öffnen.